Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer Folge Among Trees. Wir sind auf der Suche nach Moos immer noch. So. Wir brauchen Moos. Moos. Ohne Moos ist nichts los. Ah, hier. Ja, nice. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück nach Hause. Ist hier oben auch noch Moos? Hallo, ist da Moos? Oh, cool. Ich weiß nicht, ob wir später noch Moos brauchen werden, deswegen wir nehmen es einfach gleich mal mit. Und hoffen einfach, dass es haltbar ist. Ist ja schon wieder Sonnenuntergang. Also ein Tag ist hier aber auch nichts, ne? So ein Tag geht hier rum wie nix. Ich habe gerade eben zur ersten Aufnahme so ein bisschen für euch den Ton leiser gemacht. So ganz minimal. Ich fand es ein bisschen laut, muss ich ehrlich sagen, wo ich gerade mal reingeguckt habe. In die erste Folge. Deswegen habe ich es ein bisschen leiser gemacht. So, Leute, wir brauchen hiervon 5 und so. Müssten wir alles haben. Jawohl. Dann machen wir jetzt den Crafting-Raum. Features unlocked. Crafting. Craft Tools, Resources and Objects. Juhu. So, und wir speichern auch gleich nochmal. Sehr nice. So, was können wir denn jetzt craften? Oh, wir können Bolzen machen aus Stil. Sehr nice. Dann können wir nämlich auch gleich den Kochraum noch machen. Und wir können eine Axt machen. Eine Fishing Rod. Das ist sehr geil. Oh, eine Map. Wir können eine Map schon machen? Warte mal. 2 Old Racks und 2 Black Currants. Die haben wir doch. Ja. Das ist doch Black Currant, oder? Ja. Cool, wir können eine Map machen. Wir machen uns mal eine Map hier. Dass wir... Yay! Press M to view your map. ja, hier sind wir herumgelaufen. Das ist unsere Map. Das haben wir bis jetzt erkundet. Wir haben hier noch ein bisschen was zum Erkunden. Ja, nice. Also der Fluss liegt im Norden auf jeden Fall. Okay. Sehr cool. Also, was wollten wir jetzt noch machen? Ich wollte so ein Steel Wire... einen Bolzen machen, ne? Wir haben 3 Stück. Dann machen wir aus den 3 Steel Wires Bolzen und machen uns gleich noch eine Axt, oder? Und eine Water Can ist auch nicht verkehrt. Brauchen wir eine Axt? Ich denke ja, oder? Wir müssen ja dann noch das Holz jetzt machen für das hier. Ja, wir brauchen die Axt auf jeden Fall. Sonst ist das doof. Wartet, Resources. Wir können Kleber machen. Lime Mineral. Baumharz und die Leaves. Okay. Sewing Thread. Reinforced Plank. Eine modifiziert stärkere Holzplanke. Kann auch eine Metallplatte machen. Die Water Can finde ich halt auch noch, glaube ich, ganz wichtig. Und vielleicht ein Kompass, aber das ist nichts, was wir jetzt sofort brauchen. Wir wollten die Axt machen. Mein Gott. 4 Seile. Meine Gedanken springen schon wieder... so von links nach rechts und rechts nach links, weil ich immer 20 Sachen dann gleichzeitig machen möchte. Bip. Equip. Hallo? Juhu! Kann ich die... Ah, okay. Aber muss ich die dann immer bei mir tragen? Das heißt, die nimmt mir dann immer einen Inventarplatz weg?
Das ist auch irgendwie nicht cool. Die sieht's, dass du die nicht stacken kannst. Was ist denn das für ein Blödsinn? Alles kannst du stacken, aber nicht die Samenbeutelchen. Okay, okay. Wir gehen erstmal schlafen, würde ich sagen. Tag 2 war auch erfolgreich. Wir haben uns einen Crafting-Raum gemacht. Gucken wir mal, heute Tag 3 gibt es einen Kochraum. Wir haben die Bolzen, wir haben die Driftwoods, wir brauchen die Fireplanks. Das heißt, wir speichern einmal und gehen dann eine Runde Holz hacken. Also wir brauchen nicht viel trinken, ne? Die müssen wir essen. Ich habe ein bisschen Angst, die Beeren zu essen. Obwohl die gekocht. Die essen die hier. Ich glaube, davon kriegen wir am meisten von den Pilzen. Okay. Gehen wir mal eine Runde Holz fällen. Ich fäll jetzt mal nicht gleich die Bäume so bei uns vom Haus. Hallo? Kann ich dich hier fällen? Ich kann dich nicht fällen. Ich auch nicht. Ah, dich kann ich fällen. Oh, das ist ja praktisch. Der fällt gleich auseinander. Ich weiß nicht, ob wir Sticks brauchen, aber wir nehmen sie mal mit. Wie brauchen wir 12, ne? Oh, wir haben ja auch Klamotten. Oh, können wir den größeren Rucksack machen? Ah, hier ist unser Buch, was wir gefunden haben. Schön. Und hier sind die Orte, die wir gefunden haben. Das ist ja cool. Okay. Fällt mir jetzt was auf. So. Ah. Es ist ein riesiger Baum und wir kriegen da 3 Planken raus. Das ist, also, das ist schon... Das ist schon irre. 3 Planken aus einem Baum. Das ist schon eigentlich nicht cool, ne? Ich weiß halt auch nicht, ob die irgendwie nachwachsen. Keine Ahnung. Ich lasse jetzt mal die Sticks liegen. Hier noch irgendwas im Gefallen? Nee. Das Geräusch ist ganz schön laut. Junge, Junge. Du kannst halt hier nicht mal Audio einstellen in dem Spiel. Das ist so... Nein. Okay. Das ist so traurig. Oh Gott. Okay, sie liegt im Stein, aber ich krieg sie. Krieg ich auch. 12 Perms. Wir müssten alles haben für den Kochraum. Und es ist noch früh am Morgen, was sehr cool ist, weil dann können wir noch ein bisschen erkunden. So, 4 Bolzen und die 3 Driftwood. Hallo? So. Build. Ja, wir können kochen. Brewing Room. Was ist ein Brewing Room? Müsste ich gleich mal googeln. Das ist das Greenhouse. Cook Food. Warte, ich hole mal kurz die anderen Essenssachen. Ich weiß nicht, was ich davon alles kochen kann. Wir testen das jetzt mal. Können wir das... Oh, wartet mal. Ich sehe ja hier, was das bewirkt. Guckt mal. Wenn wir jetzt noch so eine dazugeben. Ach, guck mal, dann stellt das Leben Nahrung wieder her. Okay, ja, das ist gut für den Hunger.
Die ist gut für Heilung. Guck mal, dann haben wir doch ein recht gut ausgeglichenes Essen. Ich koch das mal. Sticks. Achso, ich habe ja Sticks einstecken. Okay, wir sind voll. Wir brauchen aber ganz schön Sticks. Inventory full. Ist das euer Ernst? Die sieht's jetzt weg. Okay, wir haben automatisch ein Becherchen. Cool. Wir können noch was kochen. Ich weiß nicht, für was die gut sind. Das ist auch gut. Einmal kochen. Dann haben wir mal zwei Sachen gekocht. Ich glaube, den Rest. Würde ich tatsächlich erstmal so lassen. Das ist halt blöd, dass ich die halt. Jetzt halt die ganze Zeit mit mir rum. Ja, es macht Sinn, dass ich sie im Rucksack habe, aber. Ist ja eigentlich ist es doof, weil es nimmt mehr Platz weg. Okay. Wir brauchen mehr Platz. Zwei Steel Wire und vier Nägel. Wir brauchen Nägel und Steel. Also Steel Wire haben wir. Wir brauchen halt noch Nägel. Und Fireplanks. Nägel. Ich speichere einmal. Denn Speichern ist in jedem Spiel unser Freund. Wir kennen es. Okay, Karte. Das ist Norden, wenn wir nach da gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Süden. Gehen mal in die Richtung. Oh, wartet, wir haben doch jetzt eine Axt. Hier hinten war doch bei dem Turm. Da waren doch Kisten, die wir mit der Axt kaputt machen konnten. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wow. Ein Old Wreck. Ich frage mich, was hier passiert ist. Also, dass das hier alles so verlassen ist. Wisst ihr, dass das hier niemand mehr ist? Weil hier müssen ja Menschen gewesen sein. Wenn hier so alte Türme stehen. Ja, nice. Yay. Die lassen immer noch hier. Ja, cool, das war's halt auch schon, ne? Ich habe irgendwie Angst, auf so weite Fläche rauszugehen. Also ich weiß, wie die blöden Bären sind. Oh, haben wir jetzt genug Nägel? Wartet mal. Ich glaube, wir haben jetzt genug Nägel, ne? Weil dann holzen wir jetzt einfach Bäume um. So, da ist unsere Hütte. Dann holzen wir jetzt hier ein paar Bäume ab. Wir brauchen ja 28 Planken. Und dann können wir gleich den Stauraum bauen, quasi. Die Sticks brauchen wir ja fürs Kochen, haben wir gesagt, aber eigentlich habe ich ja gerade noch keinen Platz und müsste die eigentlich liegen lassen. Ah. Eigentlich. Aber man kennt es, ne?
Wenn man einmal anfängt zu looten, dann ist es schwierig aufzuhören. Bin. Ich muss sagen, das Spiel ist immer noch extrem laut, alter Falter. Vielleicht nochmal in der Aufnahme. Ich brauche ja auch hier noch ja, ich kann die Planken, also die Sticks kann ich gerade nicht mitnehmen. Kann ich das hier fällen? Ich kann die hier nicht fällen, nur die ganz großen. Nein, ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, dass es in den Stein reinbackt. 13. Aber auch echt anstrengend, so einen ganzen Tag Bäume zu fällen. Ich glaube, ich mache bei euch den Ton, wartet mal, tatsächlich noch ein bisschen leiser. Das ist halt echt laut, glaube ich. Wartet, ich heb das einmal kurz auf. Sekunde. Ich tapp hier einmal fix raus. Mach das mal so. Ich meine, die Musik an und für sich geht von der Lautstärke. Aber das hier ist halt extrem. Es schlägt trotzdem noch in den roten Bereich aus. Alter Falter. Ich habe jetzt das Ganze echt runtergenommen bei euch. Vielleicht schlägt es halt einfach nur so aus. Vielleicht ist es gar nicht so laut. So, kann man seinen Tag halt auch verbringen mit Bäume fällen. Autsch. 25, ein Baum noch. Zack. Zack. Yay! Okay, wir können nach Hause. Oh, wir können ja auch springen. Ha! Mal an. Wir können hüpfen. So, was brauchten wir noch? Zwei Steel Wire. Warte mal, könnt das mal noch mit? Was war's noch? Und Nägel. Falscher Knopf. So. Sehr nice. Build! You now got 4 extra storage boxes. Und die sind hier oben. Sehr, sehr nice. Dann würde ich sagen, hier hinten machen wir Zeug rein, was wir jetzt nicht so dolle brauchen. Ja, ich guck mal kurz unten in der Kiste. Warte mal. Die Seeds machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal da oben rein. Und das hier. Oh Gott. Ich mach mal die Seeds hier rein. So. Blätter mache ich mal hier rein. Zusammen mit Holz. Und hier vorne machen wir mal so alles Metalle rein, was man so nicht gerade jetzt brauchen. Okay, wartet. Wir können das nochmal erweitern, oder?
Sewing Room. Was ist ein Sewing Room? Ich muss gleich mal googeln, was das heißt. Mein Englisch ist echt, ich sag's euch, ne? Ich bin in Englisch echt eine Niete. Deswegen kein Plan, was Sewing Room ist. Warte mal, was haben wir jetzt hier drinne? Alles, was mit Holz zu tun hat. Nehmen wir das Moos noch da rein. Dann machen wir hier noch die Beeren rein und die Pilze und so. Wo ist eigentlich mein Essenspot der zwei? Ich habe zwei gekocht. Ah, hier. So, den lassen wir hier unten. Ich muss auch gleich was essen. So. Einmal speichern. Und ich gehe einmal schlafen. Starving. Ja, ich weiß. Wir essen. Wir essen jetzt mal ein paar Pilze, weil wir uns mit Pilzen gerade über Wasser halten können. Ein Sewing Room ist ein Nähzimmer. Okay, cool. Und was war das hier unten? Ein Brewing Room. Okay, wartet. Mein Englisch ist so schlecht, ey. Ein Brauraum? Also Brewing heißt brauen. Okay, da kann ich bestimmt dann irgendwelche Tränke oder sowas machen. Okay, wartet mal. Ich wollte noch mal gucken, was wir noch craften können. Ich fände eine Wasserflasche nicht schlecht. Ein Kompass können wir machen. Ich hätte gern die Fishing Rod. Ich fand das Fischen damals wirklich witzig. Ja, Medkit könnten wir auch. Medkit machst du einfach aus zwei Racks, okay. Oh, guck mal hier, Deko. Okay, das können wir dann alles machen, wenn, wenn wir am Ende nichts mehr zu tun haben mit der Deko. Aber die Fishing Rod nimmt uns halt auch erstmal wieder Platz weg. Ich würde sagen, wir gehen heute einfach mal runter zum Fluss und gucken uns einfach noch ein bisschen die Gegend an. Und erkunden mal ein bisschen. Da ist wieder Vögelchen. Nehmen wir das Moos jetzt mit? Nein, wir nehmen jetzt erstmal nichts weiter mit. Ich habe einmal Essen und drei Pilze. Okay. Das muss erstmal reichen. Wir gehen jetzt noch was trinken. Sehr gut. So, die Frage ist, falsche Taste, wir sind jetzt hier. Laufen wir jetzt erstmal hier hoch? Ja, oder? Wir laufen einfach mal gerade hoch. Das sind Leaves, die Pilze haben wir auch schon. Ich nehme einfach noch. Ich muss Sachen einsammeln, wenn ich das kann. Es geht nicht anders. Aber bevor wir jetzt weiter Sachen sammeln, das machen wir in der nächsten Folge. Wir gucken uns in der nächsten Folge hier so ein bisschen mal um. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns morgen. Und dann laufen wir einfach mal gen Norden und gucken, was uns da so erwartet. Also, bis morgen dann und macht's gut. Bye bye. Ciao.